Ja, schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Schwellenwebinar heute. Mein Name ist Hanna Blochum, ich bin Produktmanagerin bei Exertis und unter anderem zuständig für Raumbuchungssysteme. Es gab ja einige Veränderungen bei Joanne im gesamten Preis- und Lizenzmodell. Es gab das ein oder andere neue Produkt. Darüber möchten wir Sie heute informieren. Der Lex de Gries wird Sie heute durch das Webinar begleiten und alle Ihre Fragen beantworten und ja, falls Fragen kommen, einfach in die Chatbox wie gewohnt reinschreiben. Wir werden die Fragen dann am Ende vom Webinar beantworten und auch im Nachgang jederzeit gerne melden. Dann sind wir immer für Sie da. In dem Sinne würde ich jetzt an dich übergeben, Lex, und viel Spaß beim Zuhören. Anna, vielen Dank. Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren, und willkommen zum heutigen Webinar. Wie die Hanna schon sagte, heute werden wir sprechen über Workplace Management System. Und ich denke, dass das eigentlich eine wichtige Erweiterung ist von der Produktpalette, die John im letzten Jahren eigentlich eingeführt hat. Heute werde ich sprechen über das neue John 6 Pro, das im Mai eigentlich introduziert ist. Ich würde sprechen über das Workplace Management System und Ihnen auch teilen, was die fünf hauptkundenorientierten Lösungen sind. Wir werden sprechen über die Preisgestaltung der neuen Lizenzmodellen und auch die Lösungen. Und wir beenden eigentlich mit ein paar praktische Ratschläge zum Verkauf eigentlich von unserem Produktportfolio. Ja, Augenblick. So. Ja, die Zukunft der Arbeit ist da und ich kann mir vorstellen, dass Sie und Ihre Kunden natürlich auch nach einem Jahr von Work from Home wieder ins Büro gehen. Und in dieser Zeit haben sich viele Veränderungen ergeben. Ja, der neue konzipierte Arbeitsplatz bietet eigentlich ein Gleichgewicht zwischen Heimarbeit, Büropods, Besprechungsraum und Arbeitsplätze. Und wenn viele Ihrer Kunden und Sie selber auch wieder ins Büro gehen, dann beschäftigen Sie sich wahrscheinlich mit mindestens einer der folgenden Fragen. Ne? Wartet ein Schreibtisch auf Sie? Wird Ihr Schreibtisch desinfiziert, wenn Ihre Kollegen dabei sein? Ist der Ort für die Rückkehr sicher? Müssen Sie an der Rezeption zum Beispiel anhalten und ein paar Papieren ausfüllen? Ist Ihr bevorzugter Ruheraum noch frei und können Sie nur ein paar Tage in der Woche Work from Home oder wie wird das gemacht werden? Und was müssen Sie tun, um ein Team von Kollegen zu einem Meeting zu treffen? Ja, alle Veränderungen wirken sich auf unsere Pendler- und Büroleben aus und implizieren auch kulturelle und technologische Veränderungen. Und diese Veränderungen sind bereits die tagtägliche Realität jedes Teams. Und das macht jeden Arbeitstag komplexer. Ja, das neue Büro ist eigentlich smart. Im, sagen wir mal, Post-Covid-modernen Arbeitsplatz muss ein einladender Ort sein, an dem Teams sich wohlfühlen und effizient arbeiten können. Teams und Mitarbeiter wünschen sich mehr denn je einen smarten Arbeitsplatz, an dem sie effizient und sicher arbeiten können. Und ein Smart Office ist ein Arbeitsplatz, an dem moderne Technologie genutzt wird, um Mitarbeiter zu helfen, intelligenter, besser und schneller zu arbeiten. Dies kann erreicht werden, indem Hürden für die Mitarbeiter genommen werden, durch die Beseitigung von ungeordneten Aufgaben und unnötigen Hindernissen, Aktivitäten eigentlich, die Zeit und Energie von der Belegschaft verbrauchen, ermöglichen intelligente Bürolösungen den Mitarbeitern, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Typischerweise besteht eine Smart Office-Lösung aus einer Reihe von Technologien, die sich mit den Mitarbeitern, dem Gebäude und der bestehenden Infrastruktur verbinden, um diese Ziele zu erreichen. Und John ermöglicht einen starken, vernetzten, einheitlichen, digital verbesserten Arbeitsplatz, der das Leben einer Vielzahl von Menschen, Teams, Mitarbeitern am Arbeitsplatz erleichtert und gleichzeitig Gesundheitsmaßnahmen einhält. Ja, wenn wir uns mal die John Portfolio anschauen, John bietet Lösungen und Geräten für einen vernetzten, vereinheitlichten und intelligenten Arbeitsplatz und eigentlich bestmöglichen auf den aktuellen Trend reagieren, also schnell und sicher. Die Lösungen, die heute im Webinar vorbeikommen, sind John Room für die Raumbuchung, John Desk für das Buchen eines Arbeitsplatzes, John Visitor
um Besucher einzuladen, Joan Home zur Unterstützung des professionellen Homeoffice und letztendlich Joan Sign. Ja, was natürlich wichtig ist, sind die drei Prinzipien von Joan. Und das ist Einfachheit, Design und Nachhaltigkeit. Einfachheit ist, es ist entwickelt, um den Benutzer zu begeistern, wirklich intuitiv und einfach zu bedienen. Und manchmal sage ich, wenn Sie zwei Gehirnzellen haben, dann bringen Sie eine in der Hibernate State und die andere benutzen Sie, um das Plattform zu benutzen. Es ist ein einfaches Onboarding, innerhalb von Minuten einsatzbereit und keine umfangreichen Schulung ist erforderlich. Und Joan-Geräten können überall installiert werden, ohne zu bohren oder zu verkabeln. Man muss mal den Design anschauen, also klares, zielgerichtetes und elegantes Design, das maximale Effizienz und eine unvergleichliche Produkterlebnis bietet. Joan ist auf eine Lebensdauer von mindestens 5 Jahren ausgelegt und weist eine Ausfallrate von nur 0,63%. Und das ist eigentlich auch die niedrigste in der Branche. Nachhaltigkeit. Joan ist bestrebt, die recycelbarsten und nachhaltigsten Materialien zu verwenden. Also schauen wir uns mal Glas an. Das wird hergestellt aus umweltfreundlichen Rohstoffen in einem energieeffizienten Verfahren, das nicht viel Wasser benötigt. Aluminium, Sie können sich vorstellen, Aluminium schmelzen verändert seine Eigenschaften nicht. Und was bedeutet, dass es unbegrenzt recycelbar ist. Und die Verpackung, das wissen Sie, wir benutzen reine recycelbaren, papierlosen Karton. Ja, die extreme Energieeffizienz. Die Joan-Geräte verbrauchen 99% weniger Energie als LCD-Bildschirm. Und sein Akku kann mit einer Ladung Monate oder sogar Jahre halten. Und tatsächlich kann Joan ein Jahr lang mit dem Strom laufen, der für die Zubereitung einer Tasse Kaffee erforderlich ist. Unsere Ultra-Low-Power-Architektur, die es Low-Power-CPUs ermöglicht, High-Fidelity-Anwendungen anzuführen, würden in den letzten 10 Jahren perfektioniert. Und diese einzigartige Architektur ermöglicht es Joan, den Stromverbrauch im Vergleich zu anderen Lösungen auf dem Markt um das 100-fache zu reduzieren und gleichzeitig die beste Benutzungserfahrung zu gestalten. Ja, warum wählen Sie Joan? Was Sie hier sehen, ist, Joan ist eine benutzerorientierte Lösung, die mehrere Aspekte der Ressourcen am Arbeitsplatz und der Bedürfnisse vom Unternehmen verwaltet. Wir haben Joan Portal für Administratoren natürlich. Dies ist ein einzigartiges Verwaltungspunkt, der vereint die Verwaltung von Lösungen und Geräten macht. Und dann haben wir natürlich die Joan App, die viele von Ihnen schon benutzen. Und das ist die einheitliche Verwendung, die tägliche Buchungen und flexible und einfache Weise ermöglicht. Zur Lizenzmodellen. Wir haben 5 maßgeschneiderte Lösungen für jeden Arbeitsplatz. Sie sehen hier, dass das Joan Workplace Management System umfasst die 5 kundenorientierten Lösungen, also Room, Desk, Visitor, Home und Sign. Und die Joan-Lösungen funktionieren mit Abonnementsplänen. Und die sehen Sie oben im Bildschirm. Und das ist Essential, Professional und Enterprise. Und für sehr großen Unternehmen mit sehr spezifischen Bedürfnissen haben wir auch die Möglichkeit, um Custom Solutions zu machen. Der Kunde sollte sich entscheiden für eine Lösung und das können die vergleichen mit, was in den jeweiligen Plänen ist und wie das eigentlich unterstützt an der Arbeitsplatzmanagement. Essentials ist eigentlich der Starter-Level, bietet Funktionen der Arbeitsplatzverwaltung für jedes Unternehmen. Die Professional ist einen verbesserten Arbeitsplatzverwaltung, Sicherheit und Produktivität und Enterprise ist der Topline eigentlich und der bietet die fortschrittlichen Lösungen für Arbeitsplatzverwaltung für größere Bereitstellungen. Und denken Sie an mehrere Zehnen und in Hunderten. Ja, schauen wir uns mal die Preisgestaltung und Lizenzmodelle der neuen Lösungen. Hier sehen Sie Active Products mit den jeweiligen Produkten. Dann sehen Sie die SKU-Nummer, das ist die Artikelnummer von uns. Das ist nicht die Artikelnummer, worauf Sie das bei der Comtech kaufen. Das ist eine andere Artikelnummer, aber diesmal zur Übersicht. Die Rooms sind eigentlich die Anwendungen, die Sie für den Meeting Room Booking benutzen. Also hier sehen Sie Rooms Essential, Professional and Enterprise in jeweiligen unverbindlichen Preisempfehlungen von 59,88, 119,88 und 239,88. Dann haben wir Desk. Desk
Essential Yearly, das ist für die Arbeitsplatzbuchung, 23,88 Euro pro Benutzer pro Jahr. Und dann sehen Sie Sign Essentials. Ich werde Ihnen später noch die Signs Portfolio zeigen. Und Sign Professional, das ist eigentlich, um die Drone on Display bereitzustellen, die viele von Ihnen schon kennen. Und letztendlich haben wir die Home Essential. Und das ist eigentlich, um eine Anwendung zu bringen von den 6 Zoller in einen Homeoffice-Benutzung. Bestandskunden, eigentlich Kunden, die vor 24. Mai schon die Drone Produktpalette benutzten, die können weiterhin die bestehenden Pläne benutzen. Also das ist Standard Subscription Plan und Premium Subscription Plan. Und die können nach wie vor benutzt werden, wenn der Kunde sich ein Neugerät kauft und möchte das zufügen zu deren bestehenden Umgebung, dann ist das möglich. Sie sehen auch Drone on Displays, das ist auch für Benutzer, die vor 24. Mai schon die Drone Produktpalette benutzten, ist es auch möglich, um die zu den Drone on Displays Preis zu kaufen. Ja, es ist alles konzentriert auf das Schaffen einer sicheren und effizienteren Arbeitsplatz. Lasst uns mal zu Drone Room gehen. Das sind natürlich die Lösungen und Pläne für die Verwaltung von Besprechungsräumen, aber auch anderen Ressourcen, sage ich mal so. Das wird natürlich verbunden mit jeweiligen Kalender, Office 365, Outlook Exchange, G Suite oder alles mit einem ECS-Format. Sie buchen sich Ihr Meeting damit. Ihre Buchung wird sofort auf dem Gerät bei einem Besprechungsraum angezeigt und ermöglicht natürlich, die Besprechung zu genießen oder Ihre ruhige Arbeitszeit. Es ermöglicht natürlich, die Besprechungsunterbrechungen zu eliminieren, denn Leute wissen, wie lange sie im Raum sein werden. Geistermeeting werden automatisch abgesagt. Es wird vermieden, dass es Doppelbuchungen gibt und sie erkennen ungenutzten Räume. Und das ist natürlich für Facility Management ganz wichtig. Ja, die mal hier von den Geräten, was wir da sehen, ist der Drone 6 Pro. Und ich habe die jeweiligen unverbindlichen Preisempfehlungen für den Endkunden da mal hingestellt. Wir haben den Drone 6 Pro für 6,49, die Drone 6er 3,49, der Drone 13 Zoller 8,99. Und dann haben wir natürlich auch noch die Möglichkeit, sogenannten Drone on Tablets zu nehmen. Das ist eigentlich eine Anwendung, eine reine softwaremäßige Anwendung, in denen der Endkunde seinen bestehenden iOS oder Android Tablets benutzt. Drone 6 Pro, super neues Gerät, super neue Lösung. Das ist das ultrasparsame, intelligente E-Paper-Gerät der nächsten Generation. Und das ist für die fortschrittliche Verwaltung von Besprechungsräumen auf Enterprise-Level entwickelt wurde. Und das ist eigentlich am besten, sage ich mal, für den größeren Unternehmen, größeren Gebäude mit rund um die 100 Tagungsräume zum Beispiel. Das ist, wir sehen dieses Produkt wirklich im Enterprise and Corporate Environment. Ja, was ist eigentlich ein Grund, der Drone 6 zu wählen? Das erste ist die doppelte Befestigungsmöglichkeit, die ich späterhin mal erklären werde. Es ist die erweiterte Verschlüsselung. Es ist 100-mal energieeffizienter im Vergleich zu ähnlichen Geräten. Es hat einen minimalen COT-Fußabdruck und ist einer der nachhaltigsten Geräte auf dem Markt, aus schadstofffreien Materialien und energieeffizienter Produktion gemacht. Und es hat, aber das ist natürlich immer Geschmackssache, ein anspruchsvolles Design. Nochmal kurz zu den Funktionalitäten im Gerät. Der Drone 6 Pro ist wieder ein Touch-Gerät, die man benutzen kann. Man kann sehen, was der Name und Kapazität eines Besprechungsraums ist. Ich werde mal urgeweiß das schreiben. Dann sehen Sie ein anpassbares Logo. Sie sehen, was der hiesige Status des Besprechungsraums ist. Dann sehen Sie Termin und Dauer des nächsten Treffens. Sie können auch wieder überprüfen, was das Zimmerplan ist. Sie können auch die Möglichkeit, um an der Tür zu buchen. Und Sie sehen auch, was das nächste Treffen ist. Und Sie können auch die Verfügbarkeit des Raumes wiedersehen.
Ja, Stichwort doppelte Befestigungsmöglichkeit. Wir haben einen Smart Magnet entwickelt. Und das Smart Magnet ist eigentlich verbunden mit dem Raum. Also das Magnet weiß, welchen Raum es ist und wird eigentlich einem bestimmten Raum zugewiesen. Und jeden John 6 Pro, die an diesem Magneten befestigt ist, zeigt dann automatisch die spezifische Zimmerinformation an. Und das Schöne ist, dass jedes John 6 Pro-Gerät zufällig auf jedem Smart Magnet zugeordnet werden kann. Also stellen Sie sich mal vor, dass Sie den John 6 Zoller haben. Die hat bis zu 6 Monate Akkulaufzeit und stellen Sie sich mal vor, dass Sie das dann wieder aufs Neue aufladen. Dann braucht man nicht zu wissen, von welchem Raum er kam. Man kann es je nachdem wieder zurückbringen zu den jeweiligen Räumen und dann gibt eigentlich die Smart Magnet gibt die Informationen ab, welches Raum es ist. Und das sehen Sie natürlich die kleinen Befestigungspunkte im Smart Magnet und das konnektiert natürlich mit den John 6 Pro. Eine zweite Befestigungsmöglichkeit ist diese, das ist der PoE-Dock. Und das ist mal wieder eigentlich für eine optimale Optimierung der Wartung. Das Schöne ist, dass das Joe 6 Pro-Gerät dann natürlich auf konstante Stromversorgung sein. Denn man konnektiert es eigentlich mit einem PoE-Cable. Und das ist von der Data-Perspektive und auch vom Stromperspektive. Das Schöne ist, dass wir nur Strom abnehmen, wenn das Gerät unter 20% Spannung ist. Und dann wird es wieder aufs Neue aufgeladen. Es ist also nicht so, dass es konstant Strom nimmt, aber es nimmt Strom, wenn es unter 20%, dann ladet es sich auf bis 100% und geht dann wieder los damit. Hier brauchen Sie es dann auch nicht über die Wi-Fi, also übers WLAN zu bringen. Nee, mit der PoE-Dock kann es auch verkabelt gehen. Und dann ist noch eine zusätzliche Funktionalität, ist auch eine Leuchtindikation, grün für frei und rot für gebraucht. Und die UPE für das John PoE-Dock ist 199 Euro. Das ist die Information zur John 6 Pro. Wir haben schon viele Aufträge reinbekommen. Es ist auch möglich, der John 6 Pro, wenn Sie Ihre Bestellung vor 31. Juli machen, dann bekommen Sie umsonst mit dem Gerät ein Jahr die John Subscription Essential dazu. Also das ist eine ganz interessante Möglichkeit natürlich. Ja, der beliebten John 6er, vielen von Ihnen kennen natürlich schon der John 6 von vielen Jahren, komplett natürlich kabellose Installation, batteriegetrieben bis auf 12 Wochen. Logo kann reingebracht werden, es hat ein LED-Frontlight, wenn man es natürlich toucht und es ist natürlich auch wieder kompatibel mit jeweiligen Office-Systems. Mal kurz wieder zu den Eigenschaften. Auch wieder natürlich Name und Kapazität des Besprechungsraums, Besprechungsraumstatus, kommendes Meeting, Datum und Dauer, das Prüfen des Zimmerplans, an der Tür buchen und auch wieder das anpassbare Logo. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, und vielen von Ihnen benutzen das schon, ist eigentlich, um die Layout der jeweiligen Screens zu ändern. Wenn Sie mal oben sehen, zum Beispiel Room Status and Custom Message, dann ist das die Möglichkeit, eigentlich das Layout des Bildschirmes zu ändern, womit man dann zum Beispiel sämtliche Hinweise geben kann. Hier zum Beispiel ein Beispiel von waschen Sie Ihren Händen. Dann ist es auch möglich, um einen Custom-Button-Benutzung zu machen. Und Custom-Button heißt eigentlich, dass man eine der drei Tastaturen ersetzt von einer beliebigen Tastatur, die man eine funktionsspezifisch Einstellung macht. Stellen Sie sich mal vor, dass Sie das dann mit Webhooks oder Zapier machen. Und ein Beispiel ist zum Beispiel, man drückt auf den Knopf und dann zeigt er einen QR-Code. Und das wird oft benutzt, zum Beispiel, um Zugang auf WLAN zu bekommen. Es ist natürlich auch möglich, um die jeweiligen Tastaturen auszuschalten. Also dann bringt man das in ein Non-Touch-User-Interface und damit zeigt es die Rauminformationen, aber es ist nicht möglich, dann einen Raum zu buchen über den 6 Zoller.
Und letztendlich sehen Sie unten die Custom Content und damit, das ist eigentlich, sagen wir mal, eine hybride Logik, ist, dass man die 6 Zoller auch quasi als ein Digital Signage Screen benutzen kann. Und was zum Beispiel geschieht in Unternehmen ist, dass außerhalb die Bürozeiten zum Beispiel wesentliche Telefonnummer da sind, zum Beispiel für die Putztruppe und so weiter, dass Sie das dann sehen können. Ja, Joan, 13 Zoller. Natürlich 13 Zoller E-Ink Türschild für die größeren Besprechungsräume. Es ist ein Non-Touch. Natürlich auch wieder komplette kabellose Installation. Die Batteriebetrieb ist bis zu 12 Monate und Standard natürlich mit WPA2 Wi-Fi und kompatibel natürlich wieder mit den jeweiligen Kalendersystemen. Man hat zwei Anwendungen. Die erste ist das Room Grid und dann kann man bis zu 9 Besprechungsräumen zeigen. Stellen Sie sich mal vor, zum Beispiel bei der Zentralrezeption oder auf ein Stockwerk, da kann man mehrere Räume sehen. Und die andere ist eigentlich der Schedule Board, womit man bis zu 7 Besprechungen von einem Besprechungsraum sieht. Da haben wir natürlich auch mehrere Zubehör. Hier sehen Sie ein Beispiel von einem sogenannten Floor Stand. Und der Floor Stand ermöglicht das zum Beispiel auf diese ganz elegante Art und Weise auch unsere Displays in eine Büroumgebung zu installieren. Ja, dann haben wir natürlich die Joan auf Tablets von Drittanbieter, also iOS und Android Tablets, die zum Beispiel schon im Büro vorhanden sind. Also das ist die eigentlich auch die Möglichkeit für Unternehmen, wenn die schon noch derartige Geräte haben, dass die die nicht eigentlich rausbringen zu dürfen. Aber die können dies auch wieder auf diese Art und Weise anwenden. Das zum Thema Joan Room. Gehen wir jetzt mal zu der Joan Desk. Und der Joan Desk ist für die Verwaltung von den Arbeitsplätzen. Die Joan Desk ermöglicht es, Team sicher ins Büro zurückzukehren. Und es ermöglicht die einfache und effiziente Buchung von Schreibtische und es garantiert sofortige Flexibilität und Sicherheit am Arbeitsplatz. Was ist es? Man stellt einen Account ein, man ladet die Grundrisse hoch, die Mitarbeiter werden angeladen und man kann anfangen, um die Desks zu buchen. Und das ist ideal für den flexiblen Arbeitsplatz. Und was wir jetzt sehen, ist, dass viele Unternehmen jetzt natürlich dabei sind, um für, sagen wir mal, Zeitraum August, September sich eine Lösung zu bringen, wie man eigentlich das hybride Arbeiten unterstützen kann. Der Joan Desk ist zur Verfügung für eine Preisempfehlung von 23,88 pro einzelnen Benutzer pro Jahr, also eine Laufzeit von 12 Monaten. Die Desktop-Version für Joan Desk ist die beste Option für Administratoren und Office Manager, aber können auch von End-User benutzt werden, wenn zum Beispiel ein Unternehmen es nicht abzwingen möchte, dass die jeweilige Mitarbeiter einen geschäftlichen App auf deren privaten Handy downloadet, dann ist das auch möglich, dass die über einen Webbrowser sich die Buchung machen. Aber man kann sehen, auf die Desktop-Version, die Büropräsenz kann man verfolgen, Schichten einplanen, die Arbeitsplatzbuchungen auch aktualisieren. Man kann Büroräume verwalten, man kann Gesundheit und Sicherheit durchsetzen, Standards mit Versorgungsuntersuchungen und Teilnahmeberichten also auch herunterladen. Zum Beispiel kann man sehen, wie viele Leute im Büro sind, welche Arbeitsplätze benutzt werden. Und das kann natürlich wieder ganz interessante Informationen sein, zum Beispiel für die Catering oder für die Reinigungsorganisation auch. Ja, Schreibtische buchen über die mobile App. Das ist sogar für iOS und für Android. Und es ist entwickelt für den Mitarbeiter. Der Mitarbeiter kann eigentlich selbstbewusst im Büro zurückkehren. Die können sich ihren flexiblen Arbeitstag planen, die buchen sich ihren Lieblingsdesk vor ihrer Ankunft und die wählen eigentlich ein benutzerdefiniertes Zeitfenster oder sie können auch Fixed Zeitfenster bestimmen, worin gebucht werden kann. Und man ist auch imstande, wiederkehrende Arbeitsplatzbuchungen durchzuführen. Und mit dem, Sie sind auch imstande, wenn Sie das machen möchten, um einen Fragenbogen zu bringen zu den jeweiligen Mitarbeitern, der da ausfüllen soll, bevor er kommt. Das ist noch in einer Beta-Version, aber wird auch weitergebracht. Aber das ist eine der Funktionalitäten, die dazu ist.
Es wird auch gebeten, aber das kann man auch einschalten oder ausschalten, ist auch gebeten, um eine Bestätigung zu machen, dass man im Büro ist. Das ist eine In-App-Funktion, das sagt eigentlich, okay, bist du jetzt im Büro bei deinem Arbeitsplatz, drücke hier. Und das ist natürlich, um Geistermeeting vom Arbeitsplatz vorzubeugen. Ja, einheitliche Buchungs-App, viele Funktionen und eigentlich für einen reibungslosen Arbeitsplatzerlebnis. Und wenn Organisationen auch die Joan Raum, also Joan Room benutzen, dann sind die auch imstande, sogar über die App auch die Raumbuchung vorzunehmen. Und das wird oft gemacht, wenn man auf die Schnelle schon einen Raum belegen möchte. Und sie sind damit imstande, eigentlich mit dem Raum zum Beispiel, um das ganz schnell zu machen für ein Ad-Hoc-Meeting. Und dann wählen sie ihr benutztes, definiertes Zeitfenster wieder. Dann wählen sie die Zimmer und so weiter. Und da können sie ganz das auf der Schnelle machen, dass sie schon den Raum belegt haben. Also das zu der Joan Desk. Dann gehen wir jetzt zur Joan Visitor. Und Joan Visitor sorgt eigentlich dafür, dass es Sicherheit gibt für das auf dem Arbeitsplatz, indem sie eigentlich den Gesundheitszustand überwachen und die Kontaktverfolgung mit einem digitalen Besucherprofil sicherstellen. Was ist die praktische Ablauf? Man sendet eine Einladung an den Besucher aus dem Joan Portal. Die Besucher bekommen dann einen einzigartigen PIN-Code und wenn die in dem Büro eintreffen, dann können sie sich das QR-Code, was dann im Büro ist, die können sie sich scannen und das QR-Code kann natürlich auf einer unserer tollen Joan 13er, aber man kann es auch ausdrücken auf eine Papierblatt und es auf diese Art und Weise scannen. Und wenn man scannt, bringt man den PIN-Code ein. Die Besucher bestätigen ihren Gastgeber, dass die da sind. Der Gastgeber bekommt eine Meldung, dass der Besucher da ist. Der Besucher füllt einen Fragebogen aus. Und auf diese Art und Weise wird eigentlich eine effiziente Art und Weise von Visitor Management unterstützt. Und das Schöne ist, dass das Joan Visitor einen kostenlosen Funktion ist. Also Ihre Kunden können sie jetzt schon benutzen. Das Einzige, was die brauchen, ist, um einen Joan Visitor Account zu haben im Portal. Und das kostet denen nichts. Dann können die das erfahren, wie das verläuft. Und wir werden natürlich auch weiterhin an der Joan Visitor Management weiterentwickeln und mit zusätzlichen Funktionalitäten kommen. Dann Joan Sign. Und Joan Sign zeigen Sie Unternehmungsinformationen, Wegbeschreibungsdetails, Sitzordnung und andere benutzerdefinierte Inhalte auf einem Joan-Gerät und andere vorhandenen Displays. Sie können sich vorstellen, dass das Inhaltstypen sind wie zum Beispiel Bild, Text, Websites oder eine Kombination von beiden. Und das ist natürlich sehr gut geeignet für Unternehmen, die eine klare und transparente Kommunikation mit Mitarbeitern wünschen und Besucher. Hier auf dem Bild sehen Sie 32 Zoller, die wir auch in der Produktpalette haben. Und hierfür ist das Sign Essentials jährlich benötigt mit einer Preisempfehlung von 59,88 pro Jahr. Hier sehen Sie ein Beispiel, wie das auf einen 13 Zoller geht. Wie man das machen kann. Und das gibt natürlich eine gute Übersicht. Und hier sehen Sie das großartige Beispiel auf einen 32 Zoller. Dann haben wir auch Joan Sign für das Display. Und das ermöglicht einem auf einen vorhandenen LCD oder Smart TV, um Besprechungsraumpläne und Sitzordnung vorzuzeigen. Ja, da kann man sehen, wer der Besprechungsorganisator ist, die Teilnehmeranzahl, verfügbare Besprechungsraum und Sitzkapazität, die Lage des Besprechungsraums und aktuelle und kommenden Besprechungen. Und Sign Professional ist für Sie dafür eine unverbindliche Preisempfehlung von 239,88 € pro Gerät pro Jahr. Und das wird oft, sagen wir mal, für Großunternehmen, die auf jeweiligen Zentralempfang oder auf einer Stockebene zum Beispiel mehr als 30 Raum auf so ein Device, größeren Device zeigen möchten. Und man kann dies auch wieder kombinieren mit einem CMS-System, in dem man zum Beispiel 50% des Bildschirmes zum Beispiel eine Firmenpräsentation zeigt und auf die andere 50% die Raumbuchen zum Beispiel. Ja, Joan Home.
Ich denke, dass wir bereits jetzt alle Home Work from Home Professionals geworden sind. Und mehr gibt es natürlich auch eine Zahl von Leuten da, die ihren Home Office wirklich zu einer professionellen Ebene gebracht haben. Und das ist eigentlich entwickelt für jeweiligen Mitarbeiter, die von zu Hause aus arbeiten und das wirklich konzentriert und ungestört machen möchten. Und damit verbinden sie eigentlich den Kalender des Persons, also der Firmenkalender des Persons mit dem Joan-Gerät. Und der zeigt dann eigentlich die Belegschaft von einer Person. Man kann es auch anonym machen, dass die Mitglieder im Hause nur sehen, ob eine Person frei ist oder belegt. Oder man kann sogar das Thema der Besprechung auch machen. Und das ist wieder ganz dynamisch, sieht man, was da eigentlich abgeht. Man braucht dafür natürlich das John 6 Zoller Gerät für 349 Euro und dann zusätzlich einen Subscription Home Essentials Yearly für 59,88. Dann ist es natürlich ganz wichtig, dass wir die jeweiligen Daten zur Verfügung stellen für ein Unternehmen. Und hier können Sie, kann Ihren Kunden die Daten begründeten, hier können Sie, treffen Sie datenbegründete Arbeitsplatzentscheidungen. Und Sie können Muster und Fakten extrahieren, die Sie benutzen können zur Optimierung der Arbeitsplätze. Und das ist natürlich ein Thema, was ganz aktuell ist. Viele Organisationen wissen noch nicht, wie viele Arbeitsplätze die benutzen. Die möchten natürlich auch sehen, was eigentlich die Art und Weise ist, wohin die Mitarbeiter zurückgehen und wie die arbeiten möchten, um damit dann auch Optimalisierung der Arbeitsfläche zu gestalten. Die Advanced Room Analytics zeigt Raumnutzungsraten. Sie können damit auch die Anzahl von Besprechungen verfolgen und die Besprechungen benötigte aufgewendete Zeit. Man kann wöchentlich Besprechungsmuster anzeigen und man kann auch identifizieren, was, sagen wir mal, beliebte und leistungsschwache Räume sind. Und das ist natürlich eine wichtige Information wieder, um Entscheidungen zu treffen. Und Sie sehen auch, wer zum Beispiel den meisten Meetings bucht. Sie sehen, wie viele Geistermeetings da sind, also die No-Shows. Und das hilft wieder zur Maximierung der Immobiliennutzung. Ja, eigentlich alle Ihre Arbeitsplatzdaten an einem Ort. Sie können identifizieren, was das Arbeitsplatzmuster ist, die Büropräsenz auch sehen von den jeweiligen Mitarbeitern und Sie verfolgen damit auch die Anzahl der gebuchten Arbeitsplätze und auch die im Büro verbrachte Zeit. Und Sie können damit auch sehen, also was sind eigentlich die beliebten Arbeitsplätze. Sie können auch sehen, was, sagen wir mal, wer am häufigsten im Büro kommt. Und das hilft auch wieder zur Maximierung der Immobiliennutzung. Ja, was ist Joan für eigentlich als Management System für Ihr Unternehmen? Joan bietet Lösungen und Geräte für einen vernetzten, vereinheitlichten und intelligenten Arbeitsplatz. Und bestmöglich natürlich auf den aktuellen Trend zu reagieren, schnell und sicher. Die Lösungen, die wir gezeigt haben, waren Joan Room, Joan Desk, Joan Visitor, Joan Home und Joan Sign. Ja, jetzt mal zu eigentlich praktischen Ratschlägen zum Verkauf der neuesten Lösungen. Platz 1 würde ich sagen, diskutieren Sie das Thema Arbeitsplatzmanagement und nicht nur Raumbuchen. Also Workplace Management in der Breite ist eigentlich das Thema, um zu besprechen. Damit ermöglichen Sie sich natürlich auch Ihre andere Produktpalette gut zu positionieren. Und zweitens ist, bringen Sie bitte über die Bühne die 5 Lösungen. Viele Unternehmen kennen uns von der Raumbuchung und sind nicht immer darüber informiert, dass wir auch Joan Desk, Visitor, Home und Sign haben. Also das möchte ich raten, um das zu machen. Dann, viele von Ihnen haben schon den Joan 6er Starter Pack, die Sie an der rechten Seite hier sehen. Aber wir haben auch ein Joan 6 Pro Starter Pack. Und der Joan 6 Pro Starter Pack kann inklusive oder exklusive PoE Mounting Dock beschafft werden. Und letztendlich möchte ich sagen, die Möglichkeit auch für Sie als Reseller, um 6 Monate Joan Desk
umsonst auszuprobieren für ihre eigene Organisation. Und die Hanna kann vielleicht auch dazu späterhin noch mal einen Hinweis geben. Auch die Exertis Pro AV benutzt im Moment die Joan Desk Lösung für ihre eigene Organisation, aber die ist auch für Sie verfügbar und ich möchte Ihnen ganz herzlich einladen, um das zu benutzen. Ja, dann gehen wir eigentlich zu die Question and Answers, möchte ich sagen. Hanna. Ja, genau. Also es sind ein paar Fragen reingekommen. Ich würde einfach mal warten, dann kannst du die einfach beantworten, Lex. Ja. Und zwar, ich muss mal kurz schauen, was hier so reingekommen ist. Hier geht es einmal um die Lizenzierung von den Arbeitsplätzen. Wird es pro Desk lizenziert oder zahlt man pro User? Ja, das Schöne ist, dass es pro User ist und dass man eigentlich eine Vielfalt von zu buchen Objekten definieren kann. Stell dich mal vor, dass man zum Beispiel sagt, ich habe nicht nur 500 Arbeitsplätze, aber ich habe zum Beispiel auch 150 Parkplätze und ich möchte auch, dass ich die Parkplätze buchbar mache. Und dann wird es rein nur auf User-Basis wird es berechnet. Also es ist die Mitarbeiterzahl, das wird berechnet. Und das Schöne ist, dass es eigentlich arbeitet, geht wie eine Prepaid Handy. Also stell dir mal vor, dass du ein Unternehmen hast mit 200 Mitarbeitern und dass während des Jahres werden natürlich neue Mitarbeiter kommen und es werden andere Mitarbeiter gehen. Und dann wird es noch immer, dass aufgrund, sagen wir mal, die Benutzung von den Joan Desk wird eigentlich das Guthaben abgeschrieben. Also es bietet auch die Flexibilität des Endkundes, dass er einen Onboarding und Offboarding von jeweiligen Mitarbeitern machen kann, ohne dass er sich zu stressen braucht, dass er sagt, habe ich ein gut genügendes Guthaben. Okay. Dann gibt es hier noch die Frage, ganz kurz hier, hat gerade einer geschrieben, dass er momentan nichts hört. Ich würde einfach kurz vorschlagen, es geht wieder perfekt. Dann hat sich das schon erledigt. Dann gehen wir zur nächsten Frage. Was passiert mit Bestandskunden, die schon ein Joan 6 vor der neuen Lizenzumstellung gekauft haben? Haben die noch Zugriff auf die neue, auf die alten Lizenzen? Ja, also es ist die Logik ist folgendes, dass jeder Kunde, Bestandskunde vor 24. Mai, der die Joan Produktportfolio benutzte, imstande ist, um die Lizenzmodellen Standard Subscription, Premium Subscription, Joan on Displays und so weiter wie vorhin zu benutzen. Im Moment, dass die dann ein neues Gerät eigentlich onboarden, dann sollte einen kurzen E-Mail zu unserer Supportabteilung gehen, dass das freigeschaltet wird. Also es ist möglich, dass Bestandskunden wie vorher die bestehenden Pläne benutzen können. Und die stehen auch in die Produktübersicht, die ihr als Exertis auch anbietet an der Reseller. Also unterstützten Supported Products, wie wir das auf Hochdeutsch nennen. Okay. Eine weitere Frage. Gibt es noch Lizenzen on-premise? Es ist möglich, die Joan Essential, Professional und Enterprise auch on-premise zu machen, aber dann hat man noch immer den jährlichen Kosten dafür. Also wenn der Kunde es on-premise machen möchte, dann kann es, aber es ist zu einem jährlichen Kosten. Okay. Also der Basic wie damals, sage ich mal, vor der 24. Mai, dass man das rein auf Basic machen konnte, ohne zusätzlichen Subscription, das ist nicht mehr möglich für Neukunden. Aber es auf, sagen wir mal, eigenen Server-Environment bringen, ist möglich, aber man hat dann natürlich immer noch die bezahlte Lizenzlogik. Okay. Eine weitere Frage wäre noch, wie ist die Akkulaufzeit bei dem Joan 6 Pro? Ja, Joan 6 Pro ist bis zu 6 Monate, wenn man es auf die Smart Magnet befestigt. Und natürlich, wenn man das auf die PoE-Dock bringt, dann wird es konstant von Strom versehen über die PoE. Und dann braucht man es also nicht mehr aufzuladen. Okay, perfekt. Noch eine letzte Frage sehe ich hier. Und zwar, wie war das mit dem Smart Magnet? Wie genau funktioniert das? Okay, der Smart Magnet wird eigentlich einen bestimmten Raum zugeordnet
Und die Information, wer, welchen Raum es ist, ist im Smart Magnet gespeichert. Und damit, wenn man dann einen Jones 6 Proer befestigt auf den Smart Magnet, dann bekommt der Jones 6 Pro die Informationen vom Smart Magnet. Und der sagt dann, ich bin jetzt Raum X oder Y. Okay. Gut, ich sehe, wir haben jetzt keine Fragen mehr. Ja, dann habe ich noch, ja, habe ich noch eine Frage für dich. Also die Jones Desk, du hast es benutzt bei euch. Genau. Auf die Handy. Vielleicht kannst du mal etwas darüber erzählen, wie das gegangen ist. Ja, also wir haben die Jones Desk Lösung haben wir ausprobiert und es ist wirklich sehr einfach. Die Installation bzw. das Setup von den Arbeitsplätzen. Es war sehr simpel, die einzustellen. Einfach in dem Portal kann man einen Grundriss vom Büro oder auch ein Bild vom Büro hochladen und einfach reinklicken und festlegen, wo man die Arbeitsplätze haben soll, die benennen und dann sind die eigentlich auch schon freigegeben. Dann kann der Mitarbeiter einfach in die App gehen und er sieht dann auch direkt, welche Arbeitsplätze frei sind und welche gebucht sind und kann einfach über die App die Arbeitsplätze buchen. Also es ist wirklich sehr simpel gehalten und ja, es hat tatsächlich sehr Spaß gemacht, es zu nutzen. Ja, und nochmals, wirklich zu jeweiligen Mitarbeiter, Reseller, probiert es bitte aus. Es ist, ich denke, dass es eine super Möglichkeit ist, um zu erfahren, wie es ist und den auch deren ihren Endkunden zu zeigen, wie sie es machen. Wie die Belgier schon sagen, ist drink your own champagne. Und ich denke, dass das eine gute Sache ist, um dies zu machen. Lex, es sind noch zwei Fragen reingekommen gerade. Ja. Zum einen die aktuelle Verfügbarkeit an einzelnen Hardware- bzw. Komponenten. Ja, die gehen wir mal zum 6, der Jones 6 Pro. Wenn man jetzt eine Bestellung bei euch reinbringt, dann ist die Auslieferung Mitte September. Genau, noch dazu, wenn man bis zum 31.07. auch ein Jones 6 Pro bestellt bei uns, bekommt man die Essential-Lizenz kostenlos pro bestelltes Gerät dazu. Vielleicht auch noch ganz wichtig, alle anderen Produkte, also gutes Join 6, haben wir hier auf Lager im Normalfall, das ist ab sofort verfügbar und die Lizenzen, die sind natürlich auch nach zwei, drei Tagen haben sie die Lizenzcodes bei sich, also das ist gar kein Problem. noch eine Frage ist reingekommen, diesmal auf Englisch. Okay. Some of the old on-premise VM did not require license. Do you know now need? Ja, also das ist die Frage, was man eigentlich benötigt, um es auf On-Premise zu installieren. Was wir haben, und ich nehme an, dass viele der Händler das auch kennen, wir haben unsere Knowledge Base und in unserer Knowledge Base können Sie alles sehen, was notwendig ist von der Technologie und Funktionalität, um jeweiligen Einstellungen zu machen. Die Knowledge Base ist wirklich einen ganz guten Resource, um sämtliche Informationen über Funktionalität und Technologie zu sehen. Und ich lade Ihnen gerne ein, da reinzugehen. Was auch möglich ist, und ich denke, Hanna, dass das auch eine Information ist, die du noch teilen kannst mit den jeweiligen Händlern, sind die Sales and Marketing Informationen, die wir verfügbar haben. Also wir haben einen Link und wenn Sie das benutzen, dann können Sie Bilder von unseren Produkten, produktspezifische Leaflets haben und so weiter. Also einen ganzen spezifisch für Ihnen als Händler eine Übersicht von allen Sales- und Marketing-Materialien. Genau. Jetzt sind tatsächlich keine Fragen mehr da. Also falls noch Fragen kommen sollten, im Anschluss sich auch gerne bei mir oder meinem Kollegen, dem Herr Pettinger oder auch beim Lex melden. Wir stehen natürlich jederzeit zur Verfügung und beantworten Ihre Fragen. Ja, in diesem Sinne würde ich mich erstmal bei dir bedanken, Lex, für das Webinar und auch bei Ihnen. Ah, noch eine Frage ist gerade reingekommen. Okay. Ja, wir haben noch 2 Minuten, sage ich. Sehe ich also. Gibt es ein Reseller-Programm bezüglich Demo-Ware? Also es ist so, Sie können natürlich von uns immer Demo-Ware anfordern. Wir verschicken gerne an Sie ein Demo-Gerät. Sie können es dann testen, auch mit den Lizenzen.
Lex, wie sieht es da mit dem Starter-Kit aus? Ja, ich denke, dass es ganz gut ist, wenn Sie ein Händler sind, die die John in der Produktpalette hat, um ein Starterpaket zu haben. Entweder natürlich für die John 6 Pro oder für die John 6 Zoller. Und das gibt Ihnen natürlich Zugang. Sie erfahren auch live, wie es mit denen ist, um wie mit dem John-Portal zu arbeiten, wie das abgeht. Also ich denke schon, dass wenn Sie ein John-Reseller sind, dass Sie ein Starterpaket entweder von der 6 Zoller oder der 6 Pro haben sollten. Genau. Kurz noch dazu, auch wenn Sie mal eine Lizenz testen möchten, also Join bietet auch an, dass Sie die Lizenzen 30 Tage kostenlos testen können. Das sind dann alle Lizenzen, also die Essential, die Professional und die Enterprises dabei. Ich meine, man kann auch die Desk Booking testen. Ja, es ist auch möglich, um 30 Tagen die Desk Booking App auch zu testen. Das kann Ihren Kunden auch machen. Und es ist natürlich immer gut, dass wenn Sie zum Beispiel mit einem Kunden darüber sprechen und dass er sich das testen möchte, um uns darüber zu informieren. Denn dann wissen wir auch, dass wer der spezifische Händler ist, die damit an dieses Projekt dran ist. Und dann wissen wir auch die Kombination von Endkunde, Domain, vom Endkunden und der jeweiligen Reseller. Also bitte zu der Hanna, zu der Philipp oder zu mir das informieren. Und wir können natürlich auch immer, wenn Sie das möchten, wenn Sie zum Beispiel eine gemeinsame Präsentation machen möchten oder so, da kann ich da Ihnen unterstützen, natürlich auch die Hanna und der Philipp. Aber wenn Sie uns direkt als Hersteller mal in eine Besprechung reinnehmen möchten über Videokonferenz, dann sind wir natürlich sehr, sehr gerne dazu bereit. Genau. Super, danke. Nochmal herzlichen Dank, Lex, an dich und auch an Sie, liebe Teilnehmer, für Ihre Teilnahme. Falls, wie gesagt, im Nachgang Fragen kommen sollten, einfach melden. Wir stehen Ihnen da jederzeit gerne zur Verfügung, auch für Demo-Geräte. Ansonsten würde ich mich jetzt von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag, einen noch guten Start in die Woche und hoffentlich bis bald. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bye bye. Tschüss.